Wir schauen in die Vereinigten Staaten, eine unglaubliche Geschichte, die sich dort ereignet hat. Ein 6 Jahre altes Mädchen ist in Louisville im Bundesstaat Kentucky auf offener Straße gekidnappt worden. Aufmerksame Nachbarn bemerkten das aber, was passierte, und sie alarmierten sofort die Polizei. Und so konnten die Ermittler auch sofort die Verfolgung aufnehmen. Ja, die Beamten, übrigens selbst mehrfache Familienväter, reagieren sofort und schaffen es, 10 Minuten nach der Tat den Entführer zu stoppen. Wie genau? Das zeigen die Bilder einer Überwachungskamera. Mehr von Christoph Hipp. Hello. It's okay. Es ist der Moment, als der Albtraum für das Kind ein Ende hat. Mit seiner Bodycam zeichnet ein US-Polizist auf, wie er das 6-jährige Mädchen aus dem Wagen ihres Entführers befreit. Sein Kollege hält derweil mit gezogener Waffe den mutmaßlichen Kidnapper in Schach. Halt den Mund, ruft er, als der Mann offenbar versucht, sich herauszureden. Doch der Fall scheint eindeutig. Augenzeugen hatten beobachtet, wie er die 6-Jährige auf offener Straße von ihrem Fahrrad gerissen und anschließend in sein Auto gezerrt hatte. Er packte sie am Kragen, riss sie herum und schmiss das Fahrrad weg. Ich brüllte zu meinem Vater, er soll sich die Autoschlüssel schnappen, und wir sind hinterhergefahren. Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Hier verlieren die Zeugen den Entführer zwar zunächst aus den Augen. Zuvor können sie sich aber Teile des Nummernschilds notieren. Deshalb und dank ihrer detaillierten Fahrzeugbeschreibung kann die Polizei den Wagen bereits nach nur 30 Minuten aufspüren. Open the passenger door! Erst vor 7 Wochen hatte ein ganz ähnlicher Fall in den USA für Entsetzen gesorgt. In Florida hatte ein Mann ebenfalls auf offener Straße versucht, eine 11-Jährige zu entführen. Nur dank der heftigen Gegenwehr des Mädchens ließ er von seinem Opfer ab. Der vorbestrafte Sexualstraftäter konnte ebenfalls kurze Zeit später festgenommen werden, sitzt jetzt in Haft. Keep walking back, get on your knees. Wegen Kindesentführung angeklagt ist auch der mutmaßliche Täter in Louisville. Seine Kaution setzte das Gericht auf 1 Million US-Dollar fest. Der Mann hält den Vorfall indes für ein Missverständnis. Er plädiert auf nicht schuldig. It's okay. It's okay.